Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir machen weiter auf der Suche nach ein paar Nebenquests. Ich habe einfach random in die Gegend geschossen und habe irgendwas getroffen. Lull. Nun. Wir hatten hier ja. Hier eine Quest, hier eine Quest, hier eine Quest und hier eine Quest. Hier scheint auch irgendwie noch mal eine Quest zu sein, irgendwie hier so, irgendwie in dem Gebiet. Und ein paar Quests hängen wohl irgendwie zusammen mit der hier Familie, die für ihre Kinder immer irgendwelche Trainingsflugplattformen bauen. Hatten wir ja hier schon mal mit einem Mädel. Dann ist hier noch mal was und oben weiter auf der Map ist auch noch mal was. Was machen wir denn danach? Das gucken wir uns mal an. Also. Erstmal hoch in die Luft. Dann hier rüber. In diese Richtung soll man. Genau. Ich verarscht, hallo? Als ob ich da selber hoch muss. Wie soll das denn gehen? Hm. Das ist auf jeden Fall das, was ich suche. Aber wie zum Fick komme ich da hoch? Was steht hier? Ach, man soll sich. Warte. Okay. Das ist irgendwie ein Puzzle irgendwo. Ah, hier. LOL steht ne, direkt daneben. Hallo. Sehr gekommen, Spezial. Was für ein Spezialtraining?
Und der hat auch wieder so eine Flugherausforderung, genauso. Und ich drücke immer den falschen Knopf zum Dashen. Ich weiß ja nicht, warum das Vorwärtsdashen auf dem Rechtsklick ist. Warum sie das nicht auf Linksklick gemacht haben. Hey. Easy. Und das hieß jetzt vorwärts, los, los, los. Okay. Better than nothing. Hi Leute und willkommen zurück zum Genshin Impact 5.2. Wir machen mit den ganzen Nebenquests weiter auf der Map. Und hier soll laut interaktiver Minimap noch eine Quest zu finden sein. Ja, okay. Wenn ich rauskomme, müsste ich ja gegen dich kämpfen. Warum sollte ich? Und Geld habe ich auch keins von dir genommen. Das mit dem Verkauf habe ich einfach so zum Spaß gesagt, mehr nicht. Es ist verboten, jungen Saurier zu stehlen und sie anderen zu geben. Ich bin doch nicht blöd. Du musst ganz schön mutig sein, so mit mir zu spielen, was? Versteck dich ruhig weiter, ich kann warten. Retten würde ich ja eh niemand. Hallo, hier ist niemand. So. Mauserzeit, okay. Hallo, ist da jemand?
Okay, wir sollen Saurier suchen. Da ist ein Flugsaurier. Da ist auch ein Saurier. Wir müssen jetzt mal da gucken. Da ist auf jeden Fall eine Markierung, aber das ist, glaube ich, für was anderes, oder? Ja, das ist ein Pfeil, der hier hoch geht, deshalb. Es sollte einfach nur ein Windstrom sein. Also man kriegt den Saurier auf jeden Fall hier hin. Du. Dann fragen wir den Saurier, vielleicht erkennt er den Weg. Ich habe nicht gesehen, zuerst nicht gesehen, dass da noch einer ist, mit dem man reden kann. So, wir haben dich gefunden.
Okay. Also machen wir jetzt Flugprüfung mit ihm. Ja, hallo. Das finde ich so frech immer, ne? Anstatt dass man sich verwandeln darf und dann wird runtergezählt, der Timer. Nein. Die dürfen immer vorher schon loslegen. Dann ist die Kamera noch stuck, dass du nicht dahin zählen kannst, wo du hinzählen sollst. Ach, da in die Wand rein. Ist ganz schön frech. Jedes Mal. What the hell? So, haben wir sein Ding da überholt? Nee. Hey, guck. Wie soll man das Ding denn überholen? Wenn das 10 Sekunden vorher schon losfliegen darf, bevor wir überhaupt Kontrolle über unsere Kamera haben und in den Vogel verwandeln können und losfliegen können. Also ja, wir haben es geschafft mit Doppel-S und so weiter, aber den holst du doch nicht ein, oder? Okay, noch eine Nebenquest geschafft. Und auch gleich mit den ganzen Belohnungen. Und wir sind einfach oben drüber, wo wir gestartet sind, ne? Ja. Die werde ich mitnehmen. Treasure. One way to draw your target out of hiding. Okay, und es soll hier auch irgendwo weiter. Okay, ja, und jetzt haben wir bekommen als Folgequest jede Facette eines Recken. Also, man muss vorher. Das ist praktisch so eine Familienquest. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe es auch hier vor in der Aufnahme schon gesagt, einmal. Hier war vorher was. Das ist schlecht, dass das weg ist. Denn ich habe da die Kisten, ich glaube, ich nicht aufgemacht. Hier war vorher eine Quest. Auch mit so einer kleinen fliegenden Plattform, die an dem Hügel dran war. Dann war hier eine fliegende Plattform in der Luft, ne, mit einer Frau, mit einem kleinen Kind. Dann hatten wir jetzt ihn. Und jetzt haben wir als Folgequest. Da fuck, wo kommt das auf einmal her? Hä? Das war vorher noch nicht da.
das Gebäude, wo wir gerade drin waren, hier ist komplett alles hier weg. Und anscheinend auch die anderen Dinge. Und jetzt hängt das da. Alles zusammengebaut irgendwie. Take it easy. Da fick. Hey, soll die 3 abziehen? Mache ich. Oha. Oha. Guck mal, wie sie hier betrügen wollen. Nix. Ich bin der Einzige, der hier betrügt.
Jetzt bleib doch stehen. Ihr seid geflogen? Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur Saurier gesehen, die von alleine geflogen sind. Da hat keiner drauf gesessen. Belohnung? Drei Kisten? Nein. Okay, ich glaube, das war das Letzte, was mir hier gefehlt hat. Das Achievement. Irgendwas mit Recken, glaube ich, stand hier. Ja. Und damit habe ich dann auch schon Stufe 3. Sehr, sehr nice. Wir sind schon fast fertig. In der ersten Woche. Okay, ja, dann war's das erstmal. Jetzt die Tage werden immer so ein bisschen, ne, von anderen Spielen ein bisschen was kommen. Wenn ich noch irgendwas finde, irgendwas Großes, was ich gerne aufnehmen wollen würde von 5.2, wird da irgendwann jetzt die Tage nochmal was kommen. Ansonsten halt zu den Events immer ein paar Videos. Bis dahin, ciao Leute.